Hallo, mein Name ist Jürgen Felger für WIM, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich habe eine Mitteilung erhalten vom Ersteller der Bundestagspetition zum Migrationspakt, Herr Ludwig Engelmeier. Ich habe die Authentizität des folgenden YouTube-Kommentars verifiziert. Ich möchte hiermit meine Abonnenten auf die Äußerungen des Petenten Ludwig Engelmeier zu den Umständen im Bundestag aufmerksam machen. Ich zitiere: Ich hatte mit Ulrich Vosgerau einen hervorragenden Beistand. Nur machte es das Format der Anhörung mir als Petenten nicht gerade einfach. Außer den 5 Minuten, die man für das Eingangsstatement hat, ist man darauf angewiesen, Fragen zu bekommen. Und wenn die Fraktionen wollen, können sie einen vollständig ignorieren. Und zwar, indem sie dauernd den Regierungsvertreter fragen und ihm so die Möglichkeit geben, zum x-ten Mal die Regierungsposition herunterzubringen. Zu bieten. Rechtlich verbindlich, keine neuen Ansprüche und so weiter. Es hat auf mich gewirkt, als hätte der Vertreter der Bundesregierung, Herr Annen, einen Teil der Fragen bereits vorab gekannt, was es natürlich erleichtert, geschliffene Antworten zu geben und dabei eine gute Figur zu machen. Die Situation für mich sah völlig anders aus. Aus dem Stand, in nur einer Minute auf die Fragen einzugehen und dabei gleichzeitig die wenige Zeit noch für ein politisches Statement zu nutzen, das ist verdammt schwierig. Viele Fragen hätte ich mit ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken etwas anders und vor allem pointierter beantwortet. Aber immerhin kann ich mich nach der Anhörung noch auf die Straße trauen. Das ist schon mal was für einen Politneuling wie mich. Vielen Dank an alle, die mich bei dieser spannenden Sache unterstützt haben. Vielleicht wird nach der Petition die Unionsfraktion auf die Bundesregierung einwirken, dass sie den Bundestagsbeschluss von Ende November, der den Migrationspakt einschränkend interpretiert hat, an die UN als offizielle Reservation übermittelt. Denn nur die Bundesregierung ist völkerrechtlich für Deutschland vertretungsbefugt und nur dann hätte der Bundestagsbeschluss die einschränkende Wirkung, die er beabsichtigt.